Und damit herzlich willkommen, liebes Universe, Let's Play Portal mit dem bösen Chaos-Joker. Ein Spiel, auf das ich mich ja schon übelst freue, weil das meine Gehirnregungen anregt, sage ich mal. Und weil es ein Spiel ist, mal endlich ohne Zombies. Das Spiel hat eine besondere Widmung an mich selbst. Ja, so ist es. Ich bin jetzt egoistisch geworden. Ich spiele das nur wegen mir. Nicht wegen Markov Mausi, nicht wegen The Cornix, nicht wegen Luxi, wegen gar niemandem. Nur wegen mir. So, dass ihr es gerade wisst. Ja, und das Ganze wird ein Blind Run. Ich hab die ersten Testkammern mal so weit gespielt. Ich werde euch informieren, wenn es dann blind wird. Kann auf jeden Fall nicht lang dauern, sehr viel habe ich nicht gespielt. Also es ist noch nicht großartig gefährlich geworden. So, dann würde ich sagen, legen wir los. Und zwar in der Testkammer 00. Ja, schick hier, definitiv. Ein schönes Bett, schöne Mucke. Das Klo finde ich toll, das Klo hat was, das ist wirklich, gut. Es muss gleich langsam das Intro kommen. Ich versuche bei den Diagnosen die Schlüssel zu halten. Hallo und noch einmal willkommen im computergesteuerten Enrichment Center von Aperture Science. Moment. Ah, Leute, das ist mir gerade ein bisschen laut. Soll ich die Lautstärke eigentlich im Spiel schon so weit eigentlich runtergesetzt haben? Wir hoffen, Ihr kurzer Aufenthalt in der Entspannungskammer war angenehm. Ihre Probe wurde verarbeitet und wir können mit dem Haupttest beginnen. Vergessen Sie nicht, dass Spaß und Lernen zwar im Vordergrund aller Aktivitäten im Enrichment Center stehen, dass es aber auch Verletzungen geben kann. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie auf keinen Fall etwas... Por favor, perdón, me fallaron. Muchos gracias. Vorsicht, das Portal öffnet sich in 3, 2, 1. Wusch. Und das finde ich ziemlich krass. Wir können uns selbst angucken. Das sind wir. Hallo. Das ist ziemlich cool. Deswegen wollte ich das Spiel unbedingt spielen, weil ich habe im Trailer solche Bilder gesehen und ich konnte mir gar nichts drunter vorstellen. Und sowas halt. So, ja gut, das sind jetzt so die ersten Sachen, das ist relativ simpel. Hier schön draufstellen. Also draufstellen, ja. Tür schön auf. Gut gemacht. Bitte begeben Sie sich nach jedem Test in die Kammerschleuse. Achten Sie zunächst jedoch auf das Leuchtpartikelfeld vor dem Ausgang. Dieses Materialauflösungsgitter von Aperture Science vaporisiert alle passierenden, nicht autorisierten Geräte. Zum Beispiel den beschwerten Speicherkubus von Aperture Science. So sieht's ziemlich aus. Wir verlieren so ziemlich alle Gegenstände, wenn wir durch dieses Ding... Partikel-Ding gehen. So. Bitte stellen Sie den beschwerten Speicherkubus auf den 1500 Megawatt Schwerlast-Superkollisions-Superknopf. Ja, das würde ich gerne, aber... Ich muss warten, bis das Portal richtig steht. Und dann muss ich warten, bis es hier ist. So, hier wieder raus. Hier wieder rein. Auch damit. Perfekt. Bitte begeben Sie sich rasch in die Kammerschleuse, da im Test kein andauerndes Verweilen am Knopf vorgesehen ist. Ja, schon, aber schön. So, sehr schön. Sehr schön, so geht das. So bewegen wir uns durch den Raum, ist ziemlich cool. Vor allen Dingen, wenn wir dann endlich mal die ersten Portale selber setzen dürfen. Das wird noch richtig geil, sage ich euch. Werden definitiv ein paar Ladezonen kommen. Ladezonenmusik mache ich diesmal aber nicht. Habe ich irgendwie keinen Bock drauf, ist mir zu blöd. Ja, das wollte ich nur dazu sagen. Denn es lädt. Und ihr seht, das geht relativ schnell, also da braucht man keine Ladezonenmusik.
Sie machen das sehr gut. Beachten Sie, dass der Geschmack von Blut nicht Teil des Testprotokolls ist, sondern ein unerwünschter Nebeneffekt des Materialauflösungsgitters vor der Apertur 2, das in manchen Fällen Zahnfüllungen, Kronen, Zahnschmelz und Zähne auflöst. Wie? Ziemlich eklig so, an und für sich. So, mach doch mal der Türchen auf hier. Sehr schön. So. Sehr gut. Sie verfügen nun über das mobile Portalgerät von Aperture Science. So sieht's nämlich aus. Damit können Sie eigene Portale schaffen. Diese intradimensionalen Tore sind vollkommen sicher. So ist es. Das Gerät allerdings nicht. Berühren Sie nicht sein aktives Ende. Blicken Sie nicht direkt auf das aktive Ende des Geräts. Bringen Sie das Gerät nicht mit Flüssigkeit in Kontakt. Vor allem sollten Sie unter keinen Umständen das Gerät aus... Ja, oder so. Gut. Begeben Sie sich in die Kammerschleuse. Eine Kamera abgeschossen. Schon mal schön. Ah, hallo, Render. Die Kamera da hinten könnten wir eigentlich auch mal. Ja, komm. Zur sicheren Durchführung der autorisierten Aktivitäten zerstören Sie keine wichtigen Testapparate. Okay, das war ziemlich scheiße. Leute, ich vermisse irgendwie mein rotes Portal. Ich weiß ja auch nicht. Hui, ich laufe voll im Kreis, Oh. Was macht Sinn? Sehr gut. Übrigens, der Tag der offenen Tür für Töchter bietet sich an, um auch sie testen zu lassen. Ja, was auch immer. Ja, und nochmal Fahrstuhl. La 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 la. Und noch eine Ladezone, ich wusste. Aber geht direkt weiter. Willkommen in Testkammer 4. Sie sind gar nicht schlecht. Schon, ja. Ich weiß halt, dass ich schon schlecht bin. Weg mit der Kamera. Ich mag keine Kameras. Ich möchte mir nämlich das Achievement holen, wie sich einige vielleicht schon gedacht haben. So. Wenn wir uns das Ding mal holen. Das ist jetzt noch relativ simpel von den Tests, aber naja. Als Teil eines festen Testprotokolls wird die nächste Testkammer nicht überwacht. Sie sind doch ganz auf sich gestellt. Viel Glück. Naja. Kann so schlimm denn sein. So, ich schaue mal auf die Uhr. Ja, sieht noch gut aus bis jetzt. Ja, jetzt kommt das. Das ist etwas, etwas kompliziert. Da musste ich das erste Mal etwas nachdenken hierbei. So, da haben wir schon den ersten Speicher. Speicherblock hätte ich beinahe gesagt, den ersten Dingsblockteil irgendwas. Andere. Genau, so geht das nämlich. So muss das laufen. So, du Kamera, halt die Fresse. Zur eigenen Sicherheit zerstören Sie keine Testapparate. Geh mir nicht auf den Sack. Wenn ich Testapparate zerstören will, zerstöre ich sie einfach. Was wollt ihr denn machen? So. Ja, ich würde sagen, dann sind wir hier fertig. Weiter geht's. Als Teil eines festen Testprotokolls war die vorige Aussage, dass diese Kammer nicht überwacht wird, eine reine Lüge. Sehr gut.
Als Teil eines festen Testprotokolls beenden wir die Wahrheitsverzerrung in 3, 2... So, hier, das wird jetzt wieder richtig lustig, weil... Schwaps, zack, cool. Ja, hier war noch eine Kamera da. Bam. Manche Objekte sind wichtig für ihren Erfolg. Zerstören Sie keine Testapparate. Ja, halt die Fresse. Yeah, next level. Ich denke, die nächste Kamera werden wir noch schaffen. Und dann würde ich sagen, mache ich erstmal ein Päuschen. Oh, mir ist nämlich müde. Ich muss mal ins Bett. Ah ja, gut. Ja, hier, das ist auch lustig. Sicherheit ist eins der Ziele des Enrichment Centers. Doch die Energiekapsel von Aperture Science, links von der Kammer, kann dauerhafte Schäden wie Vaporisierung hervorrufen. Unglaublich. Sie, Subjekt Nummer 4, sind wohl der Stolz von Subjekt Nummer 4. Ja, so sieht's ziemlich aus. Das war jetzt auch wieder relativ simpel. Diese Energiedinger kennen die meisten noch aus Half-Life 2, so gegen Ende, wo man damit Combine-Soldaten wegkegeln konnte, sage ich mal. Kommen hier auch zum Einsatz, um solche Schalter zu aktivieren. Das war jetzt relativ einfach, das wird nachher etwas kniffliger. Das ist ja logisch, wäre ja sonst langweilig. Und ich bin gespannt, wie sich meine Hirnwindungen verrenken werden. Ja. Der nächste Raum. Warnsignale sind für alle Mobilgeräte Vorschrift. Alarm und blinkende Lichter können jedoch die Energiekapsel irritieren und wurden daher zu ihrer Sicherheit deaktiviert. Das ist doch schön. So, mal gucken. So müsste es gehen. Zack, zack. Bam. Gut. Jetzt mit dem nicht stationären Gerüst von Aperture Science zur Kammerschleuse. Auch das ist relativ simpel. Wir setzen da das Portal. Und dann harren wir der Dinge, die da kommen. Oder ne, wir können von hier aus quasi reingucken, wann die Plattform denn bei uns ist. So nebenbei können wir uns auch selbst angucken. Naja, egal. Runada. Jo. Dann würde ich sagen... Ja, hier können wir übrigens keine Portale setzen auf diesem Untergrund. Würde ich sagen, sind wir hier fertig. Und ja, dann... Gehen wir noch in den Aufzug, fahren hoch. Na komm, wir fahren schon. Und da kommt wieder eine Ladezone. Und exakt hier machen wir ein Safe State. Und ja, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge, wenn ich weitermache mit Portal. Bis dahin, bye bye.